Heute mein Thema Gefängnisse in Deutschland. Die Gefängniswärter in Deutschland sind zu behutsam. Sollten nur noch amtlich anerkannte Sadisten als Wärter eingestellt werden? Nein. Anerkannte Sadisten? Ja, nee, das ist ja nur noch alles sadistisch. Das geht nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Die Hälfte amtlich anerkannte Sadisten. Halb und halb ginge, ja. Und die anderen Masochisten. Genau, halb und halb, ja, doch. Dann können die sich beschäftigen zusammen. Ja, eben. Um die Gleichberechtigung voranzutreiben, wären Sie dafür, mehr Frauen ins Gefängnis zu stecken? Was hat das denn mit der Gleichberechtigung zu tun? So viele Frauen wie Männer, das ist Gleichberechtigung. Nee. Sie sind hübsch. Schön. Wären Sie dafür, dass man die Prügelstrafe wieder einführt in Deutschland für Schwerverbrecher? Ich sag ja, in Kindermissbrauch oder Vergewaltigungsgeschichten, ja. Ja? Ja. Ja, was würde ich sogar mit prügeln. Ja? Ja. Oder foltern vielleicht? Fingernagel abziehen. Ja. 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 Wie viele Stunden am Tag darf man einen Gefangenen foltern, damit es noch human bleibt? Was Sie meinen, so unter Drogen setzen oder Medikamente foltern, zum Ruhen? Nee, foltern. Wie viele Stunden? 3 Stunden am Tag? Ist das noch human oder ist das schon zu viel? Das ist schon, zu viel. Bisschen human. Zwei Stunden, ja. Zum Schluss ein Fazit. Soll ich irgendwas sagen oder? Nee. Zurück ins Studio. Heute mein Thema: die PISA-Studie. Wer macht eigentlich so eine PISA-Studie? Hä? Eine? Eine PISA-Studie. Was ist das denn? Das ist das Ding, wofür ich meinen Film machen muss: PISA-Studie. Ach so. Wer das macht? Ich weiß nicht. Ach nee, das ist zu heiß heute, meine ich, so wie denken. Was hat so eine Schulumfrage mit einem schiefen Turm zu tun? Naja, damit Sie wissen, Pisa, wie Pisa, das ist ja, der schiefe Turm von Pisa. Schiefe Turm von Pisa in Griechenland. Ja, na, wie es so steht, ne? Aber ob die Schule schief ist oder nicht, ne? Also wie es da so aussieht, ja. Die ostdeutschen Schulen sind ein Tick schlechter als die Bayern. Sollte man in Ostdeutschland den Sozialismus abschaffen, um die Schulbildung zu verbessern? Na, die Kinder, die sind meiner Meinung nach in Ostdeutschland auf einer Basis nur erzogen worden. Sollte man den Sozialismus abschaffen, doch? Den Sozialismus, ja, schön. Ja? Ja, ich wäre dafür. Aber das machen die nicht. Ach Quatsch, das machen die auch nicht. Die denken gar nicht daran. Deutschland hat zu wenig Handwerker. Muss man ausgerechnet jetzt wirklich die Schulbildung verbessern? Wie viele Kinder unter 4 Jahren sind Analphabeten? Im Prozent. Oh, das ist schwer zu sagen. Auf der ganzen Welt. Nee, in Deutschland. In Deutschland? Sagen wir mal 3%. Viele Lehrerinnen sind Frauen. Können die solche Sachen wie Mathematik überhaupt richtig unterrichten? Oh ja, warum nicht? Frauen sind doch auch Menschen. Manchmal gute, ja. Aber Mathematik als Frau? Ja, warum denn nicht? Ja gut, die Logik ist nicht für die Frau gedacht. Aber die Mathematik ist doch erlernbar. Zum Schluss ein Fazit? Nö.
zurück ins Studio. Heute mein Thema Fußball-WM. Wie finden Sie das, dass die Fußball-WM bald anfängt? Wie bald anfängt? Die ist noch nicht vorbei. Wofür steht die Abkürzung WM? WM. Wer will mitmachen? Haben die in Japan und Korea genügend Fußballstadien oder haben die welche einfliegen lassen? Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß gar nicht, wie viele Fußballplätze die haben. Warst du schon mal in Korea? Nee, ich noch nicht, Gott sei Dank. Finden Sie es auch, dass es bei der Fußball zu viel Gewalt gibt? Nein. Nein? Zu wenig? Zu wenig, muss mehr. Ja. Bei der letzten WM gab es Probleme mit Hooligans. Wären Sie dafür, dass diesmal nur offiziell qualifizierte Hooligans zur WM fahren dürfen? Ich finde, dass gar keine Hooligans zur WM fahren. Aber die offizielle, das gehört auch dazu. Aber diejenigen, also die wenn schon, dann nur Ausgesuchte. Wie hoch schätzen Sie die Chancen der DDR bei dieser WM ein? Weiß ich nicht. Glauben Sie, die DDR wird gewinnen? Das weiß ich noch nicht. Könnte sein. Könnte alles angehen. Könnte man die guten Spieler wie Oliver Bierhoff nicht einfach klonen? Nein. Doch, wenn er verletzt ist, dann nimmt man oh ja, seinen Klon. Das, ja, doch. Doch, da bin ich für. Doch, sollte man machen. Zum Schluss ein Fazit. Das war WM. Sehr好, und Fußball-WM. Sehr好. Fußball-WM. In Zurück ins Studio. Ja, Fußball-WM, Fußball-WM, ja. Zurück ins Studio. Zurück ins Studio. Fußball-WM, Japan, Korea. Zurück ins Studio. Fußball-WM. Zurück ins Studio. Studio. Heute mein Thema. Rudolf Scharping. Wie finden Sie das, dass Schröder Scharping rausgeworfen hat? Gut. Warum? Wie soll Scharping jetzt seine Familie ernähren? Sie wissen, sie war so eine dumme Frage, ja, wie Sie das stellen. Um uns interessiert er hat sie auch Millionen. Keine. Er ist doch nicht arm. Herrgott noch mal. Was sagen Sie da für ein Blödsinn? Wer ist eigentlich dieser PR-Manager Herr Hunzinger? Das ist ein Kapitalist, der in der Lage ist, Politiker zu bestechen, damit sie auf die richtige Linie kommen. Ja? Ja, der Hunzinger, der hat doch viele. Da hat doch der Özimir, der hat doch jetzt auch Geld genommen. Ja? Der hatte Steuerschulden, aber die Steuerschulden, die waren so hoch. Und da hat er sich Geld geliehen, weil er gute Anzüge braucht, mit der Frau essen gehen wollte. Also das ist ja lächerlich. Der Mann müsste schon eingesperrt werden, ab nach Türkei. Wir haben noch nie so eine korrupte Bande an Politikern gehabt. Das sind alles Politrabauken, ja? Abzocker, Volksverdummer sind das. Auch Scharping? Alle. Ich verstehe die Franzosen, dass die Franzosen mal bei der Französischen Revolution die ganze Bande umgebracht haben. Das müssen wir mal bei uns auch machen. Ja? Ja. Wären Sie dafür, Scharping als Strafe ins Exil zu schicken? Nee. Nach Oslo? Ja, Oslo ist kein Exil, das ist ja auch Deutschland. Ja? Hätte man sich statt Peter Struck nicht einen talentierten Verteidigungsminister aus dem Ausland holen können? Nee. Man hätte einen Mann nehmen sollen, der was davon versteht, der schon mehrere umgebracht hat im Krieg. Der weiß, wie das läuft. Zum Schluss ein Fazit.
Der Euro ist so teuer, alles teuer geworden. Diese Euro ist alles scheiße, diese Euro. Zurück ins Studio. Das hat nichts mit Xiaoping zu tun. Ich habe ihn aber nicht in der Region. Heute mein Thema: die neue Regierung. Werden Sie Ihre Enkelkinder nachts noch auf die Straße lassen, wo Deutschland jetzt von Rot-Grün regiert wird? Kaum. Nein, ich würde das nicht mehr machen. Die Grünen, die wollen mitbestimmen. Wissen Sie, die trinken nur Kräutertee? Das stimmt nicht. Kein Fleisch, die Grünen. Die Grünen, wir haben einen als Nachbarn gehabt. Wissen Sie was? Der hat ein Auto gefahren, der ist Flugzeug geflogen, der hat geraucht. Also, das stimmt auch nicht. Hat er gestunken ein bisschen? Wo nach Alkohol? Oder wonach? Die Grünen. Von der Sauberkeit, meinen Sie? Ja. Nö, das nicht. Nicht? Nein. Dann war das kein richtiger Grüner. Doch, das war einer. Das war ein absoluter Körnerpresser, auch, wenn man so schön sagt. Ja? Doch, doch. Ist der Posten des Bundeskanzlers in einer modernen Gesellschaft wie unserer nicht eigentlich veraltet? Gesundheit. Glauben Sie, diese Regierung wird irgendwann mal in den Geschichtsbüchern erwähnt werden? Diese Regierung? Nein. Ich? Höchstens als negative Regierung, wie damals die Weimarer Republik. Damit die neue Regierung nicht wieder in Finanznöte kommt, könnte die nicht ein paar tausend vorbestrafte Arbeitslose als Steuereintreiber einstellen? Wer die Steuern zu spät zahlt, bekommt die Beine gebrochen. Wie sollte man lieber die Arbeitslosen, die faulen Arbeitslosen, die sollten Sie mal ein bisschen an die Kandare nehmen. Die wären gut dafür. Um die Beine zu brechen von denen. Genau. Oder man bricht denen die Beine an die Faule. So ist das. So ist das. Schröder ist jetzt seit zwei Tagen neuer Kanzler. Merken Sie schon, wie es mit Deutschland wieder bergauf geht? Nein, es geht bergab. Tschüss, jetzt geh. Zurück ins Studio. Heute mein Thema: die FDP und Möllemann. Wenn die FDP ein Auto wäre, welches Teil wäre dann Möllemann an dem Auto? Eher Auspuff, Rückspiegel oder Handschuhfach? Handschuhfach. Ja? Ja. Und Westerwelle? Ja, der ist ja einfach feige. Der möchte ja seinen Job nicht verlieren. Eher Auspuff. Wenn Möllemann jetzt aus der Partei ausgeschlossen wird, bedeutet das, dass er automatisch an Israel ausgeliefert werden muss? Er müsste. Ja? Aber ob er das glaube ich nicht. Was kriegt er, wenn er in Israel ausgeliefert wird? Ich denke mal die Todesstrafe, nicht? Oder? Gefängnis auf jeden Fall. Man soll auch nicht gegen die Juden hetzen, man soll überhaupt nicht hetzen. Nicht? Aber Möllemann, er hat es gemacht. Ja, das war, da sag ich ja, seitdem ist die FDP für mich erledigt. Das hätte er nicht tun dürfen. Nicht? Man soll nicht gegen die Juden hetzen. Es sind auch Menschen. Und sie sind, natürlich sind sie sehr gute Kaufleute und raffiniert. Aber vor allen Dingen bei den Juden stört mich nur jetzt, ich war nie gegen Juden, aber mich stört es jetzt, dass sie jetzt zu raffiniert sind. Die wollen jetzt nur immer überall Geld ziehen, nicht? Und das finde ich unerhört. Wieso hat Möllemann nicht alle Zeugen für sein Sonderkonto umbringen lassen? Umbringen lassen? Ja.
Hat er was vergessen oder warum Fehler. Hat er diesen Fehler gemacht? Ja, weiß ich auch nicht, denke ich mir auch. Warum, weiß ich nicht. Ja, was sagen Sie denn dazu? Er hat vergessen. Das würde ich auch sagen, nicht? Er hat vergessen. Zum Schluss ein Fazit. Die Bundeswehr bittet um Spenden für die deutschen Kriegsgräber im Ausland, damit wir schön viel zurück pflegen können. Ins Studio. Das hat nicht mit der FDP zu tun. Nee?